Ciao Genua, ciao Festland, ciao Bella Italia. Auf dem Weg von Genua nach Korsika, da werden wir ein bisschen Offroad fahren. Wenn du das nicht verpassen willst, dann bleib einfach dran. Willkommen zu einem neuen Video auf Tümmelinger Tour. Gestern Abend sind wir auf Korsika angekommen. Von Bastia aus sind wir auf die Westseite gefahren, auf den Campingplatz. Wir waren relativ spät hier. Die Schranke war offen. Also wir konnten dann ohne Probleme einfach drauf fahren, haben dann heute Morgen eingecheckt. Alles easy, alles cool. Der Name vom Campingplatz, keine Ahnung. Weiß ich jetzt hier nicht aus dem Kopf, ich blende es einfach mal ein. Wo man ein bisschen achten muss, gerade bei mir gestern, wenn man irgendwo in den Ortschaften durch eine 30er-Zone fährt, dann haben die so Bremshuckel. Aber die sind gerne mal so 30 cm hoch. Da muss man ein wenig drauf achten. Auf dem Video, für den Fall, dass es irgendwo mal zu sehen ist, wird das so natürlich nicht rüberkommen. Aber die sind echt barbarisch, diese Bremshügel. Die Fähreüberfahrt relativ easy. Wir sind ja 11.20 Uhr, 11.30 Uhr abgelegt in Genua und waren so circa 20 Uhr in Bastia. Ja, jetzt sind wir eine Woche auf Korsika unterwegs. Heute ist Sonntag. Und nächste Woche am Samstag fahren wir von Korsika nach Sardinien und sind dann noch eine Woche unterwegs. Auf der Fähre hatte ich eine Innenkabine mit Dusche und WC. Und für meinen Mittagsschlaf habe ich mich so richtig schön in den Schlaf schaukeln lassen. Licht aus, es war stockduster, hast die Hand vor Augen nicht gesehen. Und die Preise, ich krieg's gar nicht mal so richtig zusammen. Also ich habe für alle drei Fähren von Genua nach Bastia, dann von Korsika nach Sardinien und dann von Sardinien, von Porto Torres wieder zurück nach Genua um die 600, 620 Euro bezahlt. Ach, ist das nicht herrlich. Rechts die Berge, links das Meer. Was willst du mehr? Richtig Hammer, Hammer, geil, absolut geil. Ist das nicht der Knaller? Was hat er schon das nächste Auto überholt? Der Junge hat einen Zahnarzttermin oder was? Was ist los? Nee, 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 dann soll er halt schneller fahren. Ich genieße es. Schön, der Blick aufs Meer. Dann muss er halt dann irgendwo rumstehen und auf mich warten. Und dadurch, dass das Bier in meinem Kühlschrank ist und das Auto verschlossen ist, ist er auch nicht schneller am Bier. Was eine geile Strecke. Jetzt steht er da, guckt ihn euch an. Fährt los wie ein Kaputter. Und schneller ist er trotzdem nicht. Geile Strecke. So Leute, guckt euch das mal an. Ist das nicht der absolute Knaller? Rechte Hand haben wir die Berge. Ich zeige es euch mal. Ja, da ist die Sonne, ist gerade schlecht. Hier rechte Seite, alles Berge. Und hier ist das Meer. Türkisblaues Meer. Leiten, Pech und Bann. Geht ja gut los auf Korsika. Scheinbar hat meine Ganganzeige auf dem Display ein Problem. Sporadisch zeigte mir an, dass ich einen ganz anderen Gang drin habe, als den, den ich gewählt habe. Warum auch immer. Dann hat er eben auch total das Stottern angefangen beim Fahren. Das könnte aber zurückzuführen sein darauf, dass er Spritmangel hatte, dass er irgendwo Luft gezogen hat. Aber die Ganganzeige macht mir größere Sorgen. Ich habe jetzt einen Kanister draufgekippt. Jetzt bin ich wieder etwas über halb voll, weil auf dem Display rückwärts steht, obwohl ich einen Highgang drin habe. Und ich hier wirklich ein Motorproblem habe, dann ist das schon ziemlich scheiße. Nächste Tankstelle noch mal alles wieder auffüllen und dann muss ich den ganzen Spaß mal beobachten. Aber
Aber ist natürlich blöd, wenn du Korsika, Sardinien, Offroad fahren willst und irgendwas ist mit dem Bock und du weißt nicht was. Und Can-Am-Vertretung auf den Inseln, naja, nicht ganz so viel, ne? So ein bisschen Entschädigung ist ja die Landschaft schon. Aber die ganze Zeit den Hintergedanken zu haben, dass irgendwas mit dem Bock nicht stimmt, ist schon ziemlich blöd. Also wenn ihr mal auf Korsika seid, fahrt unbedingt das Kap Kors. Es ist einfach geil. Und es spielt aber keine Rolle, mit was für einem Fahrzeug. Ob nur mit einem Motorrad, mit einem Auto, mit einem Quad. Für die ganz Verrückten von mir aus auch mit dem Fahrrad. Denen macht das sicherlich auch Spaß. Die sehen ja grundsätzlich das Gleiche. Ist das der Kracher? Ei. Ist das der Hammer? Ich weiß, ich wiederhole mich. Hey Leute, das müsst ihr erleben. Man kann es nicht beschreiben. Ungelogen, ich kriege Gänsehaut, mir stellen sich die Nackenhaare auf. Weil das einfach nur total hammergeil ist. Guckt euch das an. Du fährst hier eine extrem kurvenreiche Bergstraße und klotzt die ganze Zeit aufs offene Meer. Der erste Motorradfahrer, der grüßt. Ich habe sie bis jetzt alle gegrüßt. Ja, also in dem Fall, wir tanken jetzt hier, also ich zumindest. Und dann essen wir hier auch gleich noch. Ja, wir sind mal gespannt, ob unser Plan jetzt aufgeht. Wir wollten jetzt das Kap Kors fahren, von West nach Ost und von der Ostseite dann Offroad über die Berge wieder zurück auf den Campingplatz. Aber wir haben es jetzt schon 12:30 und haben gerade mal ein Viertel vom Kap Kors geschafft. Ah, ich würde sagen, wir sind jetzt am nördlichsten Punkt vom Kap Kors angekommen und fahren jetzt quasi von der Westküste zur Ostküste. Wir sind jetzt wieder auf der Ostseite und fahren von Norden Richtung Süden, grob Richtung Bastia. Biegen aber vorher ab, weil wir wollen ja noch Offroad fahren. Überall kleine schöne Restaurants, ein Hafen. Schick, schick. Ah, herrlich. Schöner Strand. Das ist super. Korsika Offroad, Start jetzt. Endlich wieder Dreck und Reifen. Kennt ihr das, wenn das eine Auge auf den Horizont guckt, damit du weißt, wo du hinfährst, und das andere Auge den Weg vor dir scannt, nach spitzen Steinen oder irgend so ein Scheiß,
will sich ja natürlich auch keine Reifen kaputt fahren. Ja, so ist das hier gerade. Ein kaputter Reifen wäre ganz schön doof hier. Das sieht auf dem Video immer nicht so steil aus, aber es ist schon ganz schön steil. Ach, und da ist das große Wasser. Ist das nicht schön? Alter, ist das der Hammer. Ich mache einen L-Gang auch rein. So, jetzt haben wir Allrad und einen Leichtlauf. Ja, das Gelände ist ja echt der Hammer hier. Auf das Höhenprofil bin ich dann gespannt. Wenn ich die Route auf dem Navi auswerte. Alter, die Aussicht. Geil, ne? So, und jetzt könnt ihr mal nach hinten gucken. Da, wo die Tiere geschlafen haben. Hammer. Das ist wegen der Wildschweine. Ist das der Hammer. Boah. Ist ja langweilig. Ist ja Asphalt. Was ist denn hier los? Ich denke, es ist Offroad. Aber wir biegen da vorne irgendwo gleich wieder links ab. Laut Navi. Das war ja mal ein schöner Einstieg ins Offroad auf Korsika. Alle von mir gefahrenen Routen gibt es selbstverständlich wieder als Download. Hey, ehrlich, schreibt es in die Kommentare. Gefällt ihr euch, was ihr seht? Oder sagt ihr, pff, Schwachsinn? Würde mich interessieren, schreibt es mal in die Kommentare. Wir finden das einfach nur genial. Also meine Routenplanung ist rein in der Theorie entstanden. Absolut reine PC-Arbeit. Ein klein wenig Google Street View. Aber Google Street View siehst du natürlich nicht, was hier jetzt wirklich abgeht. Und der Plan ist schon, die Routen so zu fahren. Aber wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr. Was ist denn los? Das ist der falsche Weg. Nö. Endet da oben. Muss da rumgehen, angeblich. Wir sind da falsch gefahren. Jetzt da noch eine weiter rechts gewusst. Ich will auch mal gucken. Komm, Junge. Sein Moped liebt, er schiebt. Scheiße, sagt er. Verstehe ich gar nicht. Ist das Gelände zu hart für die Triumph? Da kamen wir her. Da stehen die Mopeds. Und er hier musste schon wieder eine rauchen. Ja! Ja, Mann! Eine richtig geile Natur ist das hier. Hammer. Für den YouTube-Algorithmus haben wir natürlich auch noch was. Lasst doch einfach ein Abo da und ein Like für das Video. We'll be right back.
mal, da steht ein Chris. Ja, ich warte schon seit einer halben Stunde, habe jetzt schon Kaffee getrunken. Oh, schön. Dann können wir jetzt weiterfahren. Ich brauche keinen. Hier? Okay. Zickerli. Kennt deine Abkürzung. Die nehmen wir. Ja? Die letzte Abkürzung hat 6 Stunden gekostet. Ist nicht schlimm. Planlos ging da, planlos. Wir werden hier so wieder Richtung Küste zurückfahren. Und die Abkürzung, die geht genau da lang. Aber keine Sau weiß, wie das aussieht. Wie spät ist denn das? 3 Uhr. Bis den Weg haben wir noch. Und Abkürzungen dauern meistens schneller. Ich glaube nicht, dass die Strecke so wild ist. Abkürzungen dauern meistens schneller, genau. Genau. So, erstmal Traktionskontrolle aus. Ich würde noch Allrad reinmachen. Habe ich auch. Sieht nach Offroad aus. So, meine Lieben, das ist jetzt eine laut Buch schwarze Piste. Ach so, hat sich wohl dann hat sich das wohl erledigt. Dann immer mal wieder dieses Panorama. Hey, hey, hey. So, jetzt geht's aber wieder schön bergauf hier. Dann doch nicht die einzigen. Das sind die ersten Offroader, die wir heute sehen. Ja, danke fürs Zurückgrüßen. Keiner was dagegen, wenn ihr auf Jagd geht. Ne? Das sind übrigens ein paar Tonhülsen. Hier liegt der ganze Karton davon. Ganz ehrlich, nehmt doch euren Müll einfach mit. Das sieht doch nicht schön aus. Was soll denn der Plastiklump hier? Go
GoPro ist absolut toll. Ab und zu habe ich Videodateien, die einfach mal ohne Ton sind. Deswegen werde ich hier kurz nachvertonen müssen. Hier sehen wir jetzt die Westseite vom Kap Kors sozusagen. Schauen wir Richtung Westen, sehen wir das Mittelmeer. Schauen wir Richtung Osten, sehen wir das Ligurische Meer. Wo genau das ist, zeige ich euch nachfolgend auf der Grafik. Am nördlichen Zipfel von Korsika befinden wir uns auf knapp 1000 Meter Höhe. Das Höhenprofil ist schon unglaublich. 1000 Meter hoch und 1000 Meter wieder runter. Das Ganze auf ca. 25 Kilometer. So, fahren wir mal wieder bergab Richtung Campingplatz. Es ist 16 Uhr. Ich denke mal, bis wir zurück sind, gehen auch noch mal 2 Stunden ins Land. Mein Brüderchen macht noch ein bisschen Pause. Ja, mit dem Motorrad ist das, glaube ich, noch ein bisschen anstrengender als auf dem Quad. So, das ist jetzt die Mittelmeerseite. Hier kommt soweit kein Festland. Das nächste Festland in diese Richtung dürfte Spanien sein. So, so wie es unaufhaltsam nach oben ging, so geht es jetzt auch unaufhaltsam nach unten. Alleine wenn ich die Pisten hier sehe, wie sie runtergeht, wie sie sich ins Tal schlängelt. Ziemlich krasse Kiste. Und das ist erst der Anfang von Korsika. Uiuiui. Ich würde mal sagen, da kommt was auf uns zu. Man muss ja echt tierisch aufpassen auf spitze, scharfkantige Steine. Also ganz ehrlich, Westalpen ist ein Spaziergang dagegen. Wisst ihr was auch? Schotter, man muss da auch gucken, alles keine Frage. Aber wenn ich so an Col du Papillon denke oder Jafrö, die sind lange nicht so anstrengend. Wie diese Piste, die wir heute gefahren sind, gerade jetzt als letztes. Die hat das echt in sich. Puh, endlich ein bisschen Schatten. Also da oben in der Sonne ist schon brutal, muss man mal so sagen. Ich habe ja meine Sommerklamotten an, zum Glück. Sonst würde ich hier total kaputt gehen. Ach, hier sind kleine Küchens, oh, kleine Kälber. Ach, guck doch mal. So, theoretisch müsste jetzt irgendwo so eine Kapelle kommen. Und dann geht es auch asphaltiert weiter. Genau, da ist die Kapelle. Hier ist Asphalt. Hier suche ich mir jetzt irgendwo einen Schattenplatz und warte auf meinen Bruder. Na, das ist doch perfekt, ja. Ich warte auf meinen Bruder und dann sehen wir uns, denke ich, auf dem Campingplatz zurück. Also dranbleiben, bis gleich. Das geht. Guckst du? Erste Schäden sind zu beklagen. Mein Bruder ist an einem Stein hängen geblieben. Irgendwo. Hat sich hier eine Delle reingefahren, hat dadurch einen Krümmer rausgezogen und hat hier den Krümmer vom Motor gezogen. Jetzt hört sich das Moped auch an wie eine Enduro. That's a new Bonneville Exhaust. Das ist mal ein Sound. Ich weiß gar nicht, warum er das reparieren will. Ob wir das repariert bekommen, das seht ihr im nächsten Video.